Die einzig wahre Wahrheit ist, dass es wahrscheinlich keine wahre Wahrheit gibt, die die wahre Wahrheit ist. Wenn ich wissen würde, welches Wissen wahr wäre, würde ich wirklich mehr wissen über den wirklich wahren Wert des wahren Werts. Aber für mich hat Ware keinen wirklich wahren Wert. Auch wenn Ware wahnsinnig lang währt, uns wurde die wahre Wahrheit oft verwehrt, weil sich die wahre Wahrheit wehrt gegen den wahren Wahrheitswert. Die Wahrheit ist ein Virus. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, das weiß jeder, der sich mit Philosophie beschäftigt hat. Es gibt nicht nur eine Antwort. Es gibt zu allem, was auf der Welt passiert, eine andere Ansicht, eine andere Antwort und auch eine andere Korrelation. Ich glaube nicht, dass Wahrheit, dass den Menschen bewusst ist, dass sie gar keine Wahrheit kennen. Die meisten Menschen glauben, sie wissen Bescheid und in Wirklichkeit wird ihnen einfach nur was vorgespielt. Egal in welchen Blättern man liest, ob das nun ein RIA Novosti von den Russen ist oder ein Reuters oder die New York Times, jeder macht sich seine eigene Wahrheit. Wahrheitsgemäße Berichterstattung ist für eine intakte Demokratie unerlässlich. In Zeiten der Medienkrise geraten journalistische Grundtugenden immer mehr in den Hintergrund. Journalisten wird es mittlerweile sehr schwer gemacht, sich zu behaupten und ihrer Rolle gerecht zu werden. Sprich, ein guter Journalist zu sein. Ein guter Journalist ist für mich jemand, der sein Weltbild nach den Fakten definiert und nicht nach Meinung. Jemand, der nachfragt. Jemand, der nicht einfach nur schreibt, was ihm aufgetragen wird, sondern jemand, der wirklich Fragen stellt zu den Dingen. Die Hauptaufgabe von Journalisten ist, Fragen zu stellen, nicht Fakten weiterzugeben. Wo sind die Fakten? Wer beweist mir irgendwas? Ich glaube, dass entscheidend ist für den Journalisten drei Dinge. Erstens eine unbestechliche Faktenkenntnis, ich sage so schön, von vor Ort, ja. Also wer nie in Afghanistan war, sollte sich einfach der Stimme enthalten, in den Medien etwas dazu zu sagen. Das ist ein Problem. Es gehört auf der anderen Seite immer dazu, dass man die andere Seite sieht und auch wahrnimmt, journalistisch wahrnimmt. Dass wir hier noch nie irgendeinen hochrangigen Taliban-Kämpfer interviewt haben, ist eine Affenschande für diese Medien und für diesen Staat. Und damit kann man als Journalist und darf man als Journalist nicht leben. Und der dritte Punkt ist natürlich ganz klar ein hoher persönlicher Einsatz und Fleiß. Doch was kann Journalisten daran hindern, auf diese Art und Weise zu arbeiten? Wenn du natürlich Karriere haben möchtest, wenn du deinen Job behalten möchtest, dann willst du natürlich nur das schreiben, was natürlich erwünscht ist. Und natürlich ist das eine sehr, sehr schlechte Ausgangssituation für eine Medienlandschaft, die natürlich den Bürger richtig informieren soll. Die Kunden wollen ehrliche Informationen. Und bei manchen Journalisten hat man das Gefühl, dass die nicht in der Lage sind, ehrliche Informationen zu liefern. Das hängt damit zusammen, wer Eigentümer der Verlage ist, hängt mit Lobbyismus zusammen, hängt auch mit Interessenkonflikten zusammen. Dann kann man sich ja die Frage stellen, gibt es da Auflagen? Gibt es da Maulkorb-Erlässe womöglich? Und wenn man sich diese Frage schon mal stellt und dann danach beurteilt und ins Gespräch kommt, auch mit Journalisten Filme machen, die normalerweise über die Mainstream-Medien publizieren, wenn die von heute auf morgen auf einmal mundtot gemacht werden, nur weil sie ein ganz bestimmtes Thema auf einmal ansprechen, dann sind die da weg. Für den Buchautor und Journalisten Gerhard Wisniewski bedeutet die Dokumentation Aktenzeichen 11.9 ungelöst das berufliche Aus beim Westdeutschen Rundfunk. Der Spiegel warf Wisniewski vor, Ernie Stahl, den Bürgermeister von Shanksville, falsch zitiert zu haben
und wilde Verschwörungstheorien zu verbreiten. Wisniewski erachtet den Vorwurf als unberechtigt und sieht sich als Opfer einer Rufmordkampagne. Unterschiedliche Wahrheiten treffen hier aufeinander. Fest steht jedoch, dass kritische Journalisten einen schweren Stand haben, wenn sie unbequeme Themen behandeln, die im Mainstream nicht hinterfragt, sondern als gegeben hingenommen werden. Die Massenmedien spielen eine wichtige Rolle innerhalb einer Demokratie. Zu ihren Aufgaben zählen zum Beispiel die Informationsfunktion sowie die Kritik- und Kontrollfunktion. Erfüllen unsere Medien diese Funktionen? Das würde ja voraussetzen, dass die Aufgabe der Massenmedien ist, tatsächlich die Demokratie zu wahren. Das wage ich manchmal zu bezweifeln. Ich sehe eigentlich das Mandat einer Kontrollfunktion bei den Massenmedien. Ich sehe das aber nicht in der Umsetzung, ich sehe das nicht in der Realität. Die etablierten Massenmedien erfüllen diese hochwichtige und für eine Demokratie unverzichtbare Aufgabe heute genauso wenig wie das Parlament. Und damit sind wir am Rande dessen angelangt, was eine Demokratie unterscheidet von einer nicht mehr Demokratie oder Diktatur. Die Kontrollfunktion kann natürlich nicht darin liegen, die politischen Prozesse komplett zu überwachen. Das kann die Presse weder personell noch inhaltlich leisten. Natürlich erfüllen sie sie nicht. Sie haben keine demokratische Kontrollfunktion. Die Funktion der Medien ist, die Leute systematisch zu verdummen, systematisch irgendwelchen anal fixierten, ekligen Scheiß den Leuten zu präsentieren, damit sie mal begreifen, dass der Mensch keine Seele hat, dass er eine ganz normale Pflanze ist, die kontrolliert, beschnitten und geistig verstümmelt werden darf. Die Aufgabe der Presse besteht, glaube ich, wirklich darin, eine gewisse Grundhaltung zu vermitteln. Das ist die Aufgabe der sogenannten Massenmedien, die Hypnose. Im Prinzip ist das, was die bringen, Gesetz. Also wenn du an der Börse stehst und es kommt bei Reuters, dann darfst du es sagen. Wenn es nicht bei Reuters stand und du sagst irgendwas, dann klingt das schon ein bisschen merkwürdig. Da musst du sehr aufpassen, dass du nicht übers Ziel hinausschießt. Ich hatte selber oft genug Diskussionen mit Kollegen, die mir gesagt haben, wie kannst du beispielsweise offizielle Wirtschaftsdaten einfach so anzweifeln? Ja, beispielsweise Arbeitslosendaten aus den USA, über die ich mich mal lustig gemacht habe. Das wollen sie nicht. Sie wollen das offizielle Bild. Und die Rezipienten, also die Zuschauer, die Leser und die Newsmacher, die arbeiten da irgendwie Hand in Hand. Ich nenne das auch Erwartungshaltungsjournalismus. Ja? Also die Medien bringen das, was die Leute erwarten, und die Leute erwarten, dass die Medien etwas bringen, was sie erwarten. Die klassischen Medien, was man allgemeinhin auch Mainstream-Medien ja nennt, denke ich nicht, dass sie ihre Funktion noch voll wahrnehmen. Also Kritik und Kontrolle ist ja heute, man findet es ja schon noch, aber es findet häufig eben erst nachts um 11 oder um 12 statt in irgendwelchen Sendungen, hauptsächlich dann im Öffentlich-Rechtlichen, Gott sei Dank noch, aber eben einfach zu einer Uhrzeit, zu der es eben einfach nicht die Masse sieht, die es sehen sollte. Sie wissen ja selber, dass Qualität ein schwieriger Begriff ist und wir auch in der Kommunikationswissenschaft eine nicht abgeschlossene Debatte haben, was denn Qualität im Journalismus ist, was Qualität von Informationen wirklich ist. Also bis vor 2 Jahren habe ich noch fest geglaubt, dass zum Beispiel die Tagesschau das seriöseste Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen oder in den deutschen Medien ist. Und ich halte von diesem öffentlich-rechtlichen Zwangsfernsehen überhaupt nichts. Es gibt ganz tolle Medien, also zum Beispiel Quer, schaue ich jeden Donnerstag mit großer Begeisterung. Es gibt auch einzelne Journalisten, die ihre Aufgabe sehr toll erfüllen, zum Beispiel den Herrn Jörges mag ich sehr gern vom Stern. Auch die Kabarettisten haben eine wichtige Aufgabe. Unterhaltung kann auch mal ein bisschen Anspruch haben. Und nicht so ein Gedudel wie das, was hier althalben abgezogen ist, so grauen. Wann können Sie sich daran erinnern, wann hier das letzte Mal die Unterhaltungsmaschine mal für 1-2 Wochen aufgehört hat, sich zu drehen und uns zu belästigen? Können Sie sich erinnern? Ewig her. 11. September wahrscheinlich damals, 2001. Ja, mal brauchen Sie nicht Hoho machen. Ich habe selber letztes Jahr ein Interview geführt mit einem Redakteur. Der hat mir erzählt, seit 11. September gibt es keine freie Recherche mehr.
Und der hat mir erzählt, im Prinzip, wenn ein Artikel von Spiegel oder sowas gewünscht wird, dann ist im Prinzip das immer eine Sache, die bereits vorbestimmt ist. Da wird also gesagt, wir hätten gerne wir hätten gerne einen Artikel zu dem und dem Thema. Recherchiert haben wir es schon, hier sind die Quellen, bitte formulieren. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Und dann fragt man sich natürlich, ist das wirklich eine Fehlentwicklung? Oder ist das gemacht? Ist das gewollt? Manchmal frage ich mich, ob das wirklich nicht, das kann doch gar nicht sein, dass die systematische Verblödung eines gerütteten Teils unserer Bevölkerung versehentlich passiert. Ich glaube, dass 1968 ein wesentlicher Vorläufer dessen war, was heute passiert. Ich glaube aber auch, dass sich die Situation in den etablierten Medien seitdem erheblich verschlechtert hat. Die Zeiten, wo man sozusagen einfach mit Springerbeschimpfungen wohlfeil war, die sind, glaube ich, auch vorbei. Also die Sache ist, glaube ich, komplizierter. Denn Demokratie funktioniert wirklich nur mit einem scharf geführten, auch konfliktreichen Diskurs. Feiert andere Bier und ihr knüppelt, was wir wollen. Wir wollen endlich hier vernünftige, demokratische Verhältnisse haben. Das, was im Grundgesetz drin steht, dass Konzerne die machen. Es geht um eine Demonstration. Es gibt keine Presseregulierung in der Form in Deutschland. Es gibt natürlich eine Pressegesetzgebung, die bezieht sich aber im Grunde genommen eher auf kartellrechtliche Gesetzgebung. Dass es natürlich verboten ist, für bestimmte Verlage andere Verlage zu kaufen und in der Annahme, dass dann ein Monopol in einer bestimmten Region entstehen kann. Als Börsenreporter kann ich es auf die Wirtschaftsmedien nur beziehen. Und da muss ich sagen, dass also eine regelrechte Konzentration auf wenige Anbieter von Wirtschaftsnews stattgefunden hat. Also beispielsweise Reuters, Bloomberg und Dow Jones Newswires. Die Auswirkungen sind eben nicht mehr Konkurrenz um gute Nachrichten, sondern weniger Konkurrenz und mehr Soft News, mehr Trash. Also es ist, wie gesagt, kein Schaden, wenn man einfach mal nachguckt, wem die Medien gehören.